Pika, ich bin von Thalwil und ich bin 21 Jahre alt. Ich heiße Anastasia Pika, bin 21 und komme aus Luzern. Muriel Rinders, bin 27 und komme aus Zug. Die Highlights, das ist so die gesamte Bandenerfahrung, wie es mal ist, wenn man in einer Band spielt. Das ist noch cool zu sehen, vor allem wenn man so mit Party vorhat. Das erste Konzert war, wo so richtig vor Leuten und wenn es auf Pferd kommt. Das erste Konzert, grosses Highlight. Aber auch also die vierte oder fünfte Probe, die zum ersten Mal wirklich anfangen mit Gerufen, das haben wir echt gut gemacht. Was ich jetzt gelernt habe, ist Singen und Bass spielen gleichzeitig. Das habe ich vorher auch ein No-Go gefunden. Jetzt geht es echt gut. Es ist ein 7, aber mit Unterstützung geht das von den Coaches, die wir haben. Musikalisch ist es sicher so, dass im Musikunterricht lernt man halt irgendwie zwar schön spielen und machen, aber in der Band ist es halt etwas komplett anderes. Und ich finde es noch interessant, dass einfach in einer Band und dass man auch auf den anderen muss hören und ein bisschen ein Gefühl füreinander entwickeln. Und das ist halt schon etwas komplett anderes. Und ich glaube, ich kann mich in dem Sinn auch weiterentwickeln. Man lernt einfach ein bisschen auf die anderen zu hören. Und das ist auch sinnvoll und man entwickelt sich mega weiter. Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe Schlagzeug spielen gelernt. Leider noch aufgrund des Faktes, dass wir in Zug keine Schlagzeugerin gefunden haben, was ja eben leider eine traurige Sache ist. Habe aber auch einfach wieder mich 15 Jahre zurück versetzt gefühlt in meine ersten Band-Erlebnisse und das, so eine Erfahrung ist einfach schön. Also ich würde es allen weiterempfehlen. Ich finde es eine super Sache, dass wir mehr Frauen in die Musikbusiness bringen, weil es gibt einfach zu wenige, die auch vor allem Rockmusik machen oder auch im Musikbusiness integriert sind. Wir leben, wie gesagt, ist die Erfahrung, es ist komplett anders als nur im Musikunterricht und jetzt ein Liedlispiel alleine. Man ist in einer Band, man hat andere Leute und man hat Konzerterfahrungen und man hat ein Ziel, nämlich ein Konzert. Und man kann kreativ arbeiten und das ist krank. Ich kann es nur jedem empfehlen, der auch in die Musikschule geht oder Musik machen will. Ich verstehe es heute nicht und kann nicht ganz nachvollziehen, wieso so wenig Frauen Musik machen. Das muss sich ändern. Es braucht mehr Frauen in der Musik. Und darum kann ich eigentlich nur alle anderen Musikerinnen da außen dazu motivieren, so wie machen, dass es lohnt sich und es braucht, dass Frauen anderen Frauen Tipps geben in Sachen Musik.